herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon, wir sind in ungewohnter Umgebung. Wir haben nämlich spontan beschlossen, wir fahren in den Urlaub und haben uns dafür einen Camper gemietet. Das war gestern oder vorgestern? Vorgestern, ne? Am Mittwoch, heute ist Freitag. Wir haben Mittwoch so gesagt, jo, lass mal Urlaub machen von jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 4 Tage. Und haben dann jetzt gerade den Camper abgeholt und gepackt. Kali ist auch am Start. Der sitzt halt jetzt hier ein bisschen weit hinten, weil geht halt nicht anders. Aber das ist, glaube ich, wenn er in der Mitte sitzt, sieht er auch gut. Und genau. Wir zeigen euch den Camper nachher gleich mal noch ein bisschen von außen. Und fahren jetzt erstmal ohne Autobahn vorerst Richtung Brandenburg. Mecklenburgische Seenplatte, dann morgen Richtung Ostsee, zumindest ist das jetzt der Plan, das kann sich natürlich alles nochmal jederzeit ändern. Genau, und alles bei uns. Ja, und ja, wir dachten nämlich, wir machen jetzt, also wir haben jetzt einfach nochmal die Zeit kurzfristig dafür gefunden. Wir haben schon gedacht, wir haben dieses Jahr im Sommer gar keine Zeit für einen Urlaub, aber jetzt so 4 Tage, das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich habe Montag Geburtstag, das ist auch noch ein Grund, weshalb wir wegfahren. Genau, ich freue mich sehr. Du dich auch? Ja. Und Kali freut sich auch? Freust du dich auch auf den Urlaub? Okay. So, wir machen jetzt Mittagspause. Wir sind mitten im Spreewald. Ich sitze hier gerade auf dem umgekehrten Fahrersitz. Wir haben sogar den integrierten Kocher mal, also die Kochstelle mal angekriegt. Das hat gerade einen Moment gedauert. Und jetzt, Karl, pass auf, dass die Kreide nicht unter das Auto rollt. Genau, Karl malt gerade mit Kreide. Ich zeige euch das gleich mal. Wir sind hier auf einem ganz normalen Parkplatz. Jetzt einfach hier mal ein bisschen Essen zu kochen. Ich glaube, wir machen einfach beide so. Ich muss sagen, das sieht ein bisschen wenig aus. Wir können beide machen, oder? Ja, ja. Ich wollte nur, dass du siehst, was... Ach so. So, also das hier ist die Kochstelle und Karl verschönert schon mal den Parkplatz. Die Kreide haben wir bei der, wie nennt man das? Vermietung. Ja genau, also von der Campervermietung bekommen. Ich zeige euch dann gleich mal den Camper von außen, wenn hier nicht mehr so viele Menschen sind. So, hier seht ihr unseren wunderschönen T6.1 California Beach. Ich kann ja nochmal rumgehen. Jetzt nehme ich ganz Leute weg. Hier steht ein sehr ähnlicher Fänger gerade auf. So. Da musst du Schuhe anziehen. Ich komme gleich wieder rein. Genau. Und unser Essen ist noch nicht viel weiter. Aber wir haben eine Runde Uno gespielt. Mehr oder weniger mit Karl. Das gab es auch hier mit bei. Wir haben vermutlich unseren Stellplatz für die Nacht gefunden. Direkt am See. Karl ist hier auch am Baden. Und wir stehen da hinten. Da steht jetzt noch ein anderes Auto. Das waren eigentlich die Leute, die hier baden waren. Die sind jetzt hier den Hügel hochgegangen. Die werden vermutlich nachher irgendwann fahren. Und ja, wir sind jetzt hier, aber es kommen schon die Mücken. Also das ist übelst krass. Tim holt jetzt auch gleich so Mückenspray und sowas, damit wir dann hier nicht jetzt schon so übelst krass zerstochen werden. Auf jeden Fall ist es total ruhig, total schön. Wir sind jetzt halt hier in der Mecklenburgischen Seenplatte und das machst du aber toll. Und ja, ich wurde gerade gestochen. Boah. Oh, ich werde so ultra zerstochen. Das Problem ist, ich kann jetzt auch bei meiner neu tätowierten Stelle nicht drauf sprühen oder so. Und wenn ich dann auf mein frisches Tattoo, was eh schon juckt, weil es gerade am Heilen ist, gestochen werde, dann habe ich den Hauptgewinn. So, wir kriegen jetzt hier ein unmittelbarer Nähe immer noch zum See und hier drinnen wird schon Reiswasser gekocht, also ja, doch zum Kochen gebracht. Da gibt es dann Reis und Soße und ich muss jetzt hier mal, wie gesagt, das ist einfach so bewegt, ich muss jetzt hier mal gucken, dass hier nichts anbrennt, höchst unprofessionell. Oh, das geht übelst gut mit diesem Grillaufsatz. Also das finde ich erstaunlich, wie gut das funktioniert. Töne.
Wir haben das Dachzelt aufgeklappt. Nee, es ist eigentlich kein Dachzelt. Das Hubdach hochgemacht. Und der Karl, ich kann leider nicht besser von der, obwohl vielleicht so. Der Karl fühlt sich hier oben schon sehr wohl. Und hat es von außen auch sehr bestaunt. Das war so süß, wie er sich gefreut hat, als er das gesehen hat. Das war. Er war wirklich. Ich habe gefragt. Ja, habe ich schon. Ich habe gefragt, willst du was Cooles sehen? Und dann stand er hier unten und wir haben das so hochgeklappt und dann wollte er sich von außen angucken. Also so begeistert man zwei oder bald dreijährige Kinder. Genau. Ist schon etwas kühler geworden, aber jetzt noch nicht sonst wie kalt. Schönen guten Morgen. Ihr habt schon ein paar Szenen gesehen von heute früh, soweit ich jetzt mich richtig erinnere. Wir sind jetzt schon weitergefahren, sind in einer halben Stunde an der Ostsee und machen gerade mal kurz eine kleine Pause. Wir sind ganz gut durchgekommen und sind heute Morgen wach geworden von Karl und wir hatten irgendwie vergessen, dieses eine Rollo hier an der Schiebetür ganz runter zu machen. Das war nur halb runter. Daraufhin war es dann auch heller. Was ist denn das hier für eine Haarsträhne? Genau. Karl sitzt da hinten. Er schläft nicht. Wir dachten, er schläft jetzt auf der Hinfahrt. Ja, eben. Aber da wir dann heute... Erwin zeigen. Ja, da ist Erwin. Da wir heute dann aber nicht mehr weit fahren werden, weil wir unter Umständen vielleicht schon jetzt gerade zu unserem Nachtstellplatz hin navigieren, wissen wir ja nicht, wie er denn vor Ort aussieht, wird sich dann auch zeigen. Aber wenn das unser Nachtstellplatz ist, dann werden wir heute nicht mehr fahren. Das heißt, er macht keinen Mittagsschlaf. Das heißt, er wird dann abends vielleicht eher ins Bett gehen, mal gucken. Habt ihr jetzt ein paar Szenen und vielleicht Bilder, je nachdem, was gut geworden ist, vom Strand gesehen. Und wir sind jetzt doch nochmal da weggefahren. Also es war daneben zwar ein Parkplatz, der schön gewesen wäre, so zum Stehen. Wieso ist eigentlich mein Fenster offen? Nach 600 Metern. Aber wir haben dann nochmal geguckt und wir wollen halt morgen nochmal zu einem anderen Strandabschnitt. Also war das jetzt kein Problem, wenn wir jetzt da noch mal halt weiter wegfahren sozusagen, also weiter weg von diesem Strandabschnitt jetzt, dann stehen wir halt heute irgendwo in der Nähe von einem anderen Strandabschnitt und dann gehen wir morgen Vormittag noch mal an den Strand und dann müssen wir uns auch schon Richtung unseres letzten Stellplatzes begeben morgen, deswegen können wir nur Vormittag an den Strand. Genau, und deswegen fahren wir jetzt noch mal ein Stückchen Richtung rechts ist Osten. Das ist jetzt nicht so lustig. Karl ist direkt eingeschlafen, total süß. Der war aber auch total fertig. Also ich habe das auch gemerkt, der war so quengelig und hat die ganze Zeit Unfug gemacht, weil er halt einfach müde war, aber hinzu nicht geschlafen hat. Deswegen war es ganz gut, dass wir jetzt losgefahren sind. Ja, das stimmt. Also sonst hätte er jetzt bestimmt ganz viel Unfug einfach die ganze Zeit noch gemacht. Und nicht nur das, der wäre von der ganzen Zeit wirklich gewesen. Fänglich, ja, genau. Und ja, dann hoffen wir jetzt mal, also wir haben einen Stellplatz rausgesucht, da sind in der Nähe, beziehungsweise auf dem Weg dahin, aber auch noch mehrere andere. Müssen wir halt mal gucken, wenn der eine jetzt uns nicht zusagt, dann müssen wir noch ein paar abfahren. So, nach langer erfolgloser Stellplatzsuche, und wenn ich erfolglos sage, meine ich erfolglos, wir haben bestimmt so 6-7 Plätze angefahren, ja, schön, stehen wir jetzt auf einem Campingplatz, der richtig, richtig schön ist, total ruhig. Ja, wir sind hier im Naturcamp Bruchten, spricht man das so aus, ich weiß nicht. Und hier gibt es auf jeden Fall
ganz viel Platz. Es ist auch echt nicht so viel los und es ist halt übelst krass. Vor kurzem war noch absoluter Lockdown und jetzt können wir einfach auf den Campingplatz. Ich finde das ziemlich cool. So, hier seht ihr jetzt mal, wie viel Mühe wir uns geben, wenn wir auf dem Campingplatz sind. Dann essen wir nicht zwischen Tür und Angel. Die Sonnenbrille? Ja. Genau, hier drin sieht es aber dafür entsprechend anders aus. Und, weiß nicht, ob ihr es seht, aber da hinten steht genau derselbe Camper wie unsere Offroad-Surfer geliehen. Ist gerade hierher gekommen. Und wir werden jetzt essen. Richtig? Ja. Aber wir haben die Markise ausgefahren zum ersten Mal. Die ist auch Spielzeug. Danke. Haben wir euch eigentlich den Stellplatz schon gezeigt? Wir haben ja erzählt, wir sind auf einem Campingplatz. Hier ist noch nicht viel los, ich filme gleich mal raus. Jetzt ist der nächste Morgen und wir werden gleich frühstücken. Tim ist bloß jetzt hier abwaschen an diesen Abwaschstationen da. Und ja, wir haben eine sehr, sehr ruhige Nacht verbracht. So gut wie keine Mücken. Ich habe vielleicht 2 oder so überhaupt gesehen. Das war es dann auch richtig, richtig gut. Und ja, heute geht es nochmal ans Meer. Also wir sind jetzt nicht weit weg vom Meer. Ich hatte ja gestern gesagt, was es wie der Campingplatz heißt. Wenn man guckt, der ist an so einem Bodden. Also da, aber bis zum Meer ist trotzdem nicht weit. Ich zeige euch jetzt hier mal eben den Campingplatz. Es ist sehr schön. Also wir können es nach unseren aktuellen Erfahrungen, die wir jetzt die paar Stunden, wo wir schon hier sind, gesammelt haben, auf jeden Fall weiterempfehlen. Also wir haben hier natürlich, neben uns steht jetzt hier keiner. Also hier sind so Stellplätze noch und da steht niemand. Ja, da hinten sind so Fanhütten, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe. Hier hinten stehen einige Camper. Jo, hier ist alles schon bereit fürs Frühstück. Hier drüben ist ein Dusch- und Klohäuschen und da ist ein Spielplatz. Genau, also es ist auf jeden Fall, also wir sind hier hinten jetzt im hinteren Drittel sozusagen. Also der Campingplatz ist nochmal dreimal so groß wie das, was man jetzt hier auch nur annähernd erahnen konnte. Der ist auf jeden Fall echt sehr riesig, aber wie gesagt, total schön. Warst du im Wasser? Ja. Und war es kalt? Wir wollen nochmal reingehen, ob dann warm ist. Wir wollen. Wir sind jetzt in der Nähe von Halle auf einem Stellplatz, wo wir schon mal waren. Damals aber mit dem Corolla. Also, Alter, ist hier ein riesiges Mückenvieh drin. Kriege ich das jetzt tot? Wo ist ich denn hin? Okay, es ist runtergefallen. Wir sind jetzt in der Nähe von Halle. Und hier auf dem Platz standen wir schon mal für eine Nacht, halt mit dem Corolla. Also da haben nur Tim und ich hier übernachtet. Und der Platz hat uns richtig gut gefallen so und wir müssen morgen zwischen 9 und 11 den Camper abgeben. Deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, jetzt noch so weit weg von zu Hause
zu stehen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir hier wieder hinfahren. Wir haben vorhin einen Platz angefahren. Der war bei, weiß ich nicht, Bernburg, sag ich mal, ungefähr. Da war aber so ein Kieswerk daneben. Und morgen früh ist Montag, also nicht nur morgen früh, morgen ist Montag. Da fangen die an mit Arbeiten, da macht es dann irgendwie keinen Sinn, weil dann werden die uns da, was weiß ich nicht wann, zeitig wecken. Ihr seht schon hinter mir, hier ist ein Weinberg. Man sieht das auch hier ganz gut. Man kann hier, also hier geht es direkt runter, hier so. Und dann guckt man hier über das ganze Mansfelder Land oder was das ist. Drüber ist es auf jeden Fall sehr spektakulär, der Ausblick. Das große Problem ist bloß, hier steht ein anderer Camper, das ist kein Problem, oder ein anderer Van. Aber als wir gerade hierher gefahren sind, war der Weinbergbesitzer an seinen Weintrauben da und hat uns ganz böse angeguckt. Und jetzt halt die Frage, als wir das letzte Mal hierher gekommen sind, da war es schon dunkel, es war übelst spät und da stand auch ein Camper hier, als wir das letzte Mal hier waren. Ja, da sind wir dann auch ziemlich zeitig früh wieder gefahren. Da hat uns also keiner weggeschickt, aber jetzt habe ich Angst, dass wir gleich weggeschickt werden und ich bin übelst fertig, ich habe eigentlich keinen Bock jetzt mehr noch irgendwo hinzufahren. Zumal wir hier in der Nähe jetzt auch nicht noch weitere Stellplätze rausgesucht haben. Und die Stellplatzsuche, je dunkler es wird, umso schwieriger wird die natürlich. Und ich habe morgen immer noch Geburtstag und wollte eigentlich an einem schönen Stellplatz stehen. Und nicht halt irgendwo. Deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen doof. Ich weiß nicht, angenommen, wir machen jetzt das Hochdach gleich hoch, dann sieht er ja, dass wir hier pennen wollen. Und dann, ja, haben wir irgendwie ein bisschen verkackt. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, was Tim jetzt gleich dazu sagt. Was wir jetzt machen. Ich zeige euch jetzt mal aus dem Auto den Stellplatz, den wir gestern Abend dann noch angefahren sind. Der war jetzt, es war jetzt so ein Parkplatz. Seht ihr auch gleich, wenn wir wenden. Der Autoschlüssel ist in meiner Unterstütze und in meinem Sitz. Hier ist ein See. Und wir standen jetzt hier hinter so einem Baum versteckt, weil in die Richtung ist die Straße. Das werdet ihr gleich sehen. Es war aber dafür, dass Straße war, war es relativ ruhig. Ich sehe aus wie sonst was. Ich habe eine super Frisur hier zum Morgen. Saurier zeigen. Hast du einen Saurier? Hm? Hast du einen Saurier? Ja. Der macht. Genau, hinter mir seht ihr schon diesen Platz, diesen Schotterplatz. Das ist der eigentliche Parkplatz. Wir standen hier am Rand. Also hier war ungefähr unsere Parkbucht. Hier sind die Büsche, die uns versteckt haben. Es ist super unscharf. Und der eigentliche Parkplatz. Der eigentliche Parkplatz ist dann hier so. Und hier ist die Straße. Und dass man uns von da nicht sieht, haben wir uns dann hier im Gebüsch versteckt. Und ja. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht und wir haben keinen Navi. Wir wissen nicht, in welche Richtung wir fahren. Jetzt ist es soweit. Ich habe den Bus sauber gemacht, man sieht es vielleicht. Tim hat ihn ausgeräumt und jetzt müssen wir ihn abgeben. Es ist 10.15 Uhr, um 11 Uhr spätestens müssen wir ihn abgegeben haben. Je eher, desto besser. Und damit möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten einen ganz schönen Kurzurlaub und jetzt habe ich ja immer noch was von meinem Geburtstag heute. Mal gucken, was jetzt noch so passiert, wenn wir wieder da sind. Und ja, wir fahren jetzt mal den Bus wegbringen.